Hey, ich habe euch ja ein FAQ versprochen, obwohl ich oft Dinge verspreche, bei denen ich gerne später behaupte, ich habe mich versprochen, spreche ich jetzt dieses Versprechen an, indem ich es halte. Ihr habt massive Kommentare geschrieben und erst wusste ich nicht, wie ich das Ganze nun aufziehen soll. Ich habe keine anständige Kamera und Gameplay hinterlegen wäre mir zu Mainstream. Kein Scheiß. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn der Unterhaltungswert mehr leidet als ich bei Filmen mit Julia Roberts, aber genug des verbalen Waterboardings, das Video wird nämlich so oder so schon zu lang. Ich habe alles in drei Kategorien unterteilt. YouTube-Betreffendes und Nonsens, allerdings fange ich mit privaten Dingen an. Mal schauen, wie penetrant ihr Fehler da war. Sag mal, warum klaust du meine Musik? Ach komm schon, jetzt tu doch mal nicht so überrascht. Ich klaue Videos, die mir nicht gehören, Filme, die mir nicht gehören, Formate, die mir nicht gehören. Das solltest du langsam wissen. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch gleich die Fragen vorlesen. Dann klinge ich nicht so trostlos. Ach, okay. Zeig dich im Real Life. Nö. Verdammt viele haben das als Special vorgeschlagen. Und wenn das das Special geworden wäre, dann wäre es ein langweiliges Special geworden. Genug Selbstkritik für heute. Ich habe wie eben schon erwähnt keine anständige Kamera, kein endständiges Selbstbewusstsein und sehe keinen Grund, was an meinem Aussehen so besonders sein sollte. Das ändert schließlich nichts an meinen Videos. Vielleicht lässt es den Channel etwas unpersönlicher wirken, aber was auch immer. Ich drück's auf jeden Fall nicht ins Gesicht. Werde aber auch keine Maske oder sowas anziehen, wenn ich mal auf der Gamescom oder so bin. So arrogant bin ich dann nun auch wieder nicht. Was hast du für Hobbys? Jeder normale Mensch weiß, dass YouTuber keine Hobbys haben, das ist doch klar. Okay, das ist gar nicht mal so falsch. Ein Großteil meiner Freizeit nimmt wirklich YouTube ein. Allerdings bin ich daneben auch noch Filme- und Spiele-Nerd. Zumindest ist es meine Rechtfertigung für diese Steam-Bibliothek und diese Menge an Filmen, welche ich gerade in meinem halben Jahr zusammengesammelt habe. Um das Video nicht auf ein halbes Jahr hinauszustrecken, beeilen wir uns mal ein bisschen. Es interessiert sich eh keiner für mich auf der Ebene. Außer natürlich die zahlreichen Stalker, Fans und Groupies und... Wow, ich lese jetzt zwar nur die Fragen vor, aber meinst du nicht, dass du... bisschen übertreibst. Mach weiter, ich bezahle dich nicht dafür, dass du diese Blase zum Platzen bringst. Lass mich noch glücklich sein, solange ich noch ein Kind bin. Der Junge hat echt ein Problem. Egal. Hast du Geschwister? Ja, einen 5-jährigen Bruder, der mir regelmäßig die Aufnahmen versaut. Das ist ein Mikrofon. Mann. Nein. Nein. Ah, Auf was für eine Art Schule gehst du? Gymnasium. Hast du eine Freundin? Natürlich ist jeder einzelne von euch Abonnenten wie meine feste Freundin. Und ich liebe euch wie am ersten Tag. Das heißt, nein, ich bin seit 15 Jahren Single. Wie alt bist du? Bist du nicht viel zu jung dafür? Es ist ja gut, ich bin am 14. Oktober 1998 geboren. Ja, der 14. Oktober ist schon was Besonderes. Da wurde zum Beispiel Martin Luther King mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und Mubarak gewählt und... Das sind natürlich alles Zufälle. Also ich bin aktuell 15 Jahre alt. Ein tolles Alter. Auf der Gamescom darf ich zum Beispiel ein grünes Bändchen tragen und mir keine Spiele ab 16 anschauen. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Schaust du Animes? Hier und da, wenn es sich anbietet, ja. Wobei ich da leider viel weniger schaue, als ich will und daher bisher fast nur Mainstream-Zeugs wie Elfenlied, Clannad, Sorono, Toshimono und so gesehen habe. Welche Spiele hast du am längsten gesuchtet? Ich habe damals mal das MMORPG Runes of Magic gezockt, ein WoW-Abklatsch erster Güte übrigens. Das könnte ich locker 1000 Stunden gespielt haben. Sonst wäre dann noch ganz klassisch Minecraft mit einer ähnlichen Spielzeit, obwohl ich da nicht mehr wirklich aktiv bin. Ansonsten könnten alle Bethesda-RPGs, welche ich gespielt habe, addiert einen Großteil der Zeit eingenommen haben. Was war die erste Konsole, die du hattest und was ist dein Lieblingsspiel? Ich habe und hatte nie eine Konsole und sehe abgesehen von Exklusivtiteln keinen Grund mehr, eine zu kaufen. Und für die paar Extra-Wurst-Spiele will ich dann auch keine 400 Euro ausgeben. Meine Lieblingsspiele, da würde ich wahrscheinlich ganz spontan die Fallout-Spiele von Bethesda nehmen. Sie bieten viele Entscheidungsfreiheiten, eine spannende Welt, alles was mich an RPGs packt, interessante Geschichten und diese Komplimente würden jetzt so weitergehen. Mehr erwähne ich jetzt mal nicht, um den Rahmen nicht zu sprengen. Ich bin schließlich kein Pulverbandit. Floppy? Hä, wie konnte der sich denn von da befreien? Na egal, dann muss ich die Fragen wohl selbst vorlesen. Was ist dein Lieblings... Warte mal, wie spricht man... Pokémon. Ah, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ich muss euch etwas beichten, ich habe nicht eines dieser Käfersammelspiele gespielt. Ich weiß, was ein Relaxo, ein Pikachu und ein Ash ist, aber da hört's dann auch auf. Nicht, weil ich was gegen die Spiele habe, ich bin einfach nie dazu gekommen, sie zu zocken. Und allein schon wegen diesem Statement halte ich es im Übrigen für schlau, nicht meine Adresse rauszugeben. Hey Leute, wie ihr sicherlich wisst oder wie euch klar sein sollte, war das noch nicht alles. Allerdings geht das FAQ im Großen und Ganzen gut 13 bis 14 Minuten und ich dachte mir, das ist irgendwie ein bisschen blöd, einfach mal ein 14 Minuten Video zu haben, wo nur Fragen beantwortet werden, das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig. Deswegen habe ich das einfach mal in zwei Teile aufgesplittet. Klickt einfach hier hin, um an den nächsten zu kommen. Und wenn das Video gerade erst veröffentlicht wurde, 3 Tage oder 4 Tage, dann wird der andere Teil auch noch online sein. Ich dachte mir nur, ne, das ist doch langweilig. Abgesehen davon, das ist jetzt ein super Schnitt. Wir kommen nämlich jetzt von den persönlichen Fragen zu den YouTube-Fragen. Also, wie gesagt, wartet 3 Tage oder wenn es schon online ist, dann klickt einfach hier. Ne? Tschüss.